Willkommen zu unserem Treppchen des Monats Februar. Ja, jedes Mal habe ich das Problem, ich überlege mir am Ende des Monats, was habe ich denn gespielt? Und dann denke ich mir immer, ich kriege kein Treppchen zusammen und am Ende habe ich dann doch wieder viel zu viele Spiele gespielt. Ich habe mir aber drei schöne Spiele rausgesucht. Mein Platz 3 ist Glück auf, das große Kartenspiel. Wirklich großartig und hier nochmal vielen Dank an Miguel. Der hat das unter unserer Topliste Spiele, die zu zweit funktionieren, runtergepostet, dass er das gerne auch mal zu zweit spielt. Und so ist das auch nochmal bei uns auf den Schirm geraten tatsächlich. Und dann haben wir eines Abends uns gedacht, spielen wir das doch nochmal zu zweit. Wirklich eine sehr schöne Runde nochmal gewesen und deswegen auch auf Platz 3 nochmal aufs Treppchen gekommen. Wirklich ein sehr schönes Spiel. Auf Platz 2 und Platz 1 folgen jetzt Spiele, die meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr unterm Radar fliegen. Einmal ist es Heilung. Mein Platz Nummer 2. Ein super cooles Kartenspiel. Gefällt mir sehr gut. Jedem, dem ich das bis jetzt gezeigt habe, gefällt es auch. Und es geht darum, man hat quasi neun Karten, die ihr aber nicht kennt. Und die liegen in einem 3x3-Muster vor allem. Und da muss man schauen, dass man möglichst wenig Punkte bekommt. Und das ist ganz schön tricky. Und hat zu vielen lustigen Runden schon gesorgt. Man will auch seinen Mitspielern dann auch nicht die coolen Karten geben, die man dann eventuell dann auf der Hand hat. Das ist echt ein cooles Spiel und wie gesagt, viel zu sehr unterm Radar und ja, probiert's doch mal aus. So, mein Platz Nummer 1. Habitats. Habitats, das ist wirklich auch viel zu unbekannt, meiner Meinung nach. Hat so den Mechanismus, der erinnert mich sehr an Nova Luna. Allerdings ist das Spiel älter als Nova Luna. Es war quasi als erstes da. Und was dann dazu kommt, da sind auch Aufträge dabei, die man erfüllen kann. Gebietsboni und Türme, die einem entweder drumherum anliegend oder in einer Reihe was bringen. Sehr schön den Mechanismus auch ausgereizt. Super Spiel. Kein Absacker tatsächlich, aber wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Auch für einen schönen Abend und hatte auch schon für sehr schöne Stunden gesorgt bei uns. So, das war mein Treppchen. Hi Leute, mein Treppchen des Monats Februar besteht auch wie bei allen anderen aus 3 Titeln. Ich fange mit Platz 3 an. Platz 3 diesen Monat für Kuba. Ein Spiel, das erschienen ist bei Eggert Spiele für 2 bis 5 Personen. Dauert ca. 75 bis 120 Minuten und ist ein Kennerspiel angesiedelt. Wir haben hier ein cleveres Ressourcenmanagement-Spiel, welches auch einen kleinen Bruder hat. Dieser kleine Bruder heißt Santiago de Cuba, kennen viele vielleicht von der Spieleplattform Yucata. Das große Spiel bietet noch mehr Spieltiefe, ist aber im gleichen Thema angesiedelt. Wen es interessiert, der kann uns mal einen Kommentar unter das Video schreiben, denn wir überlegen, ob wir dort eine Regelerklärung zu erstellen. Wir würden uns hier über Kommentare freuen diesbezüglich. Mein Platz 2 diesen Monat ist ein kleiner Absacker, den ihr sicherlich kennt, schon etwas älter, nämlich Splendor von den Space Cowboys. Spieldauer sind ca. 30 Minuten, das ist für 2 bis 4 Personen ab 10 Jahren geeignet. Hier geht es darum, ein möglichst punktträchtiges Kartenset vor sich auszulegen. Wer als erstes 15 Siegpunkte hat, gewinnt das Spiel. Und mein Platz 1 diesen Monat hatten wir netterweise von einer lieben Freundin geliehen bekommen. Deswegen können wir es euch leider nicht in die Kamera halten, aber die Sandra wird es genau dort oben einblenden. Die Rede ist von Everdell. Auch dies ein Spiel für 2 bis 4 Personen. Es ist ein
Ja, was ist es? Ein Worker Placement mit Deckbuilding-Effekten. In meinen Augen mit eines der schönsten Spiele, die ich jemals in der Hand hatte. Ich kann es kaum erwarten. Die Auslieferung ist für März geplant. Wir haben jetzt bald März und hoffentlich haben wir es bald. Das meine Top 3. Vielen Dank. Tschüss. Ich bin auch noch an der Reihe mit meinem Treppchen. Mein Platz 3 diesen Monat, ein reines Zwei-Personen-Spiel, wo ich glaube, es waren auch bei Better Board Games, hatten das jemand sogar zum Spiel des Monats gekürt. Also ich kann es nachvollziehen. Ich habe es schon mit 4 verschiedenen Personen gespielt. Es waren auch 2 Nicht-Brettspieler dabei. Die fanden es alle richtig gut. Aqualine, ein komplettes auf, ja, die Steine sind so wie Azul, also schöne, feste, schwere Acrylsteine mit Meerestieren in 6 Farben und 6 verschiedene Tiere. Und entweder der eine sammelt die Tiere, der andere die Farben und man versucht sich gegenseitig zu behindern. Ein richtig klasse Spiel, also ein schönes Zwei-Personen-Ärgerspiel. Wer sich nicht gerne ärgern lässt, lieber nicht spielen. Mein Platz 2 diesen Monat verdanke ich 2 Personen. Die heißen eigentlich mit Vornamen sogar gleich. Die andere hat aber einen anderen Rufnamen. Liebe Leo, vielen Dank, dass du mir ein Exemplar von Bora Bora überlassen hast, also mir verkauft hast. Da war ich jetzt schon sehr viele Monate hinterher, weil ich es nämlich bei der Namensvetterin, der Susanne, im Schrank gesehen habe und habe gesagt, oh, das sieht ja total schön aus. Also so, ich hatte nur das hier gesehen und hat es rausgeholt. Oh ja, das sieht ja, das ist ja so für mich halt optisch ansprechend gewesen. Inselthema, oh klasse. Und dann sagt sie, ja, das ist auch vom Mechanismus total schön. Ja, und letztes Wochenende habe ich das dann endlich gespielt. Und es ist sehr komplex, aber dank der super Regelerklärung von dir, liebe Susanne, hat es sehr gut sofort bei der Erstpartie funktioniert und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danke. Mein Platz 1 verdanke ich ebenfalls Susanne, weil, also, ihr seht es ja schon. Es geht um Insel der Katzen, mein Platz 1. Ne? Ich hatte es schon seit Monaten auf dem Schirm, aber es ist halt eigentlich ein typisches Plättchenlegespiel und nicht jeder ist davor begeistert. Also, ich habe ein paar Plättchenlegespiele, die ich gerne spiele, aber so die Mehrheit meiner Mitspieler mögen das ja nicht so. Und dann habe ich das extra erstmal nicht gekauft und habe mir gedacht, vielleicht spielst du es nochmal irgendwo anders mal mit und probierst es aus. Ja, das habe ich dann gemacht. Und was ist daraus geworden? Ich habe bei eBay so lange geguckt, bis ich ein Exemplar bekommen habe und geilerweise noch mit dem Kickstarter, mit Erweiterung, alles in einer Kiste. Komplett habe ich das jetzt auch und ich bin mega begeistert. Ich muss es noch nicht mal pimpen. Also diese kleinen Holzfischchen finde ich total niedlich und der Mechanismus ist spannend. Ich habe es zu dritt, zu zweit und alleine gespielt und mir haben alle 3 Varianten super gefallen. Also, fertig. Mein Treppchen ist damit erledigt. Bis nächsten Monat. Ciao.